So, Freunde, willkommen zurück zu Spooky's House of Jumpscares. Ich muss leider von hier anfangen, weil ansonsten, wenn ich auf meinen Aufnahmeknopf gehe, erscheinen die gelben Zahlen, von der ich in der letzten Folge gesprochen habe. Dazu muss ich mich entschuldigen. Die Bildschirmauflösung von Spooky ist anscheinend sehr minderwertig, wenn man das Spiel gerade neu startet. Und es gibt einen Button in den Optionen, der nennt sich Fix Resolution. Und ich muss mich daran erinnern, dass ich den betätigen muss, damit es für euch auch wirklich Vollbild ist. Halt die Fresse. Damit es für euch auch wirklich Vollbild ist und nicht dieses abgeschnittene Zeug. Ich lasse die erste Folge so, weil einfach die Moderation finde ich gut. Oder sagen wir mal so, die Moderation ist nicht ganz schlecht. Und ja, auf jeden Fall, ich hoffe, das findet ihr jetzt nicht ganz so schlimm. Aber jetzt müsste es ja Vollbild, also wirklich richtig Vollbild sein. Und ich hoffe, ihr verzeiht mir den Fauxpas der ersten Folge. Sind ja nur die ersten 100 Räume. Das wirklich Spannende geht ja jetzt bald erst los. Die Räume werden langsam dunkler. Das Layout verändert sich. Es ist grün. Das hier ist übrigens ein Kinderspiel, weil man kann hier nicht reinfallen. Ich kann drücken, wie ich will, aber es geht nicht. Ich komme nicht in die Plörre. Nicht, dass ich darüber jetzt so irgendwie traurig wäre, dass ich da nicht in die Plörre reinfallen kann. Aber ja, gut. Na, Arcade-Automaten. Brauchen wir nicht. Das ist nur eine Kerze und kein Zettel. Oh, ein Telefon. Hallo? 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 I don't know if you want to look directly into the fan. Yes, hello. Hello? 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 Yes, hi. Hello? Yeah, hello, man. How are you? First, hello, but I don't have any idea of what hello? You're talking, you crazy woman. And so I will move along and I leave you alone. Hello. Yeah, hello. Ah, okay, der Raum, schön. Ich freue mich. Ich weiß leider, was das für ein Raum ist. Oh, Kackiwurst. Oh, ein Raptor. Kackiwurstmann. Das sieht wirklich aus wie Mr. Henke. Ja, nochmal Mr. Henke. Was haben wir hier? Eine Schlüsselkarte und ein Zettel. Subject 5 is growing more and more restless. Adult Spook, we need more phones for sedatives. But she just laughed and flew into the ceiling. Without more chemicals to keep these things docile, I'm not sure how much longer we can keep them here safely. Generic Lab Assistant. Einfach irgendein generischer... Okay, da ist irgendwas ausgebrochen. Und ich befürchte, es ist gerade Subjekt 5, von dem gesprochen wurde. Warum leckt es eigentlich? Oh, Mini-Kacki-Mann. Warum leckt es eigentlich? Ich habe die Aufnahme doch gerade erst gestartet. Wir haben 20 Räume und es fängt an zu lecken. Wisst ihr, das ist unfair. So, Unfairness behandle ich mit... Oh, ist verschlossen, okay. Gehen wir halt hier lang, hier längs. Unfairness behandle ich mit Aufnahmenpause. Oh, ein Zettel. I believe Subject 5 is loose. The glass around its container is shattered, and I can faintly hear clicking coming from the ceiling. I don't know what will happen now. If it is out and alive, then this is probably my last report. The clicking is getting louder now. Es tippelt. Spinny ist unterwegs. Die Spinne verfolgt uns. Und der Laborassistent wurde gefressen. Wahrscheinlich. Spinny ist hinter uns her. Doch noch ist kein Klicken vernehmbar. Ich hoffe nur, die Bildschirmauflösung ist jetzt genau richtig. Und dort sind die Löcher. Aus denen kommt Spinny raus.
Ah, guck mal, Spinny. Hallo. Die Löcher sind die Indikatoren für Spinny. Ich wollte sie euch mal zeigen. Ich habe Spinny selbst nämlich noch nie gesehen. Und da war ich gerade ein wenig neugierig, wie sie denn aussehen mag. Jetzt wissen wir's. Alles ist gut. Oh, wieder der Raum rechts. Ja, rechts, rechts, geradeaus, links. Die haben eigentlich oftmals viele verschiedene Rätsel, wie man in den nebligen Räumen langlaufen muss, was da die richtige Reihenfolge ist. Aber man hat immer Glück, wenn man eine vorherige Kombination benutzen kann. Oh, gar nicht mitgekriegt. Mr. Baumstumpf. Ja, man hat immer Glück, wenn man eine vorherige Kombination benutzen kann. Geht einfach schneller. Wir sind ja gleich wieder am Fahrstuhl. Oh, Mr. Gehirn. Mother Brain ist da. Wie geht's hier weiter? Oh, okay. Mother Brain ist da. Ich habe das Gefühl, ich muss in diesem Spiel noch viele Aufnahmepausen machen. Also zwischendurch einfach mal die Aufnahme pausieren. Weil mir kommt so vor, als... Genau bei diesen Viechern. Und es fängt wieder an zu laggen. Mir kommt es so vor, als ist das ein bisschen inperformant. Okay, es hat sie wieder gefangen dieses Mal. I don't know how much longer I can go on. Musik wechselt. I haven't seen any of my previous notes. So that means either I'm getting somewhere or someone is taking them. Und das bedeutet, er geht immer irgendwo anders hin. Denn die Zettel liegen ja noch da, wenn wir vorbeikommen. Und wir lassen sie ja auch hängen. Aber warum hat er seine Zettel an die Viecher dran gehangen? Das ist wohl die größere Frage. Oh, ich drück erstmal da drauf, dann können wir lesen. I think this is my last note. I'm going to die, having never found my escape. But really, that's not true. This place was like my escape. My escape from everything else. In the end, my death is kind of romantic. Ja, dein Tod ist sehr romantisch, Freund. Dein Tod ist der romantischste, den ich je gesehen habe. So, die nächsten 50 Räume. Ein wenig verwinkelt. Ich finde es schade, dass die, das FOV hier ein wenig begrenzt ist. Ich hab's lieber, wenn man größeres FOV hat, also Field of View. Ah, finnische Dampfsauna. Kann man sich auch mal geben. Da draußen sind Büsche, Rauchwolken, eine Gabel mit zwei abgebrochenen Zinken, ein Typ mit Kopfhörern, ein Typ mit Kopf... Und noch ein Typ mit Kopfhörern. Ich glaube, das sind Leute, die Spooky getestet haben. Ich bin mir gar nicht mal so sicher. Verschlossen. Gut, nehmen wir die andere Seite. Und falls ihr jetzt auf die Ideen kommt, mich zu fragen, warum machst du nicht mit Faithcam? Die Antwort ist ganz einfach. Ich brauche erstmal eine neue Grafikkarte, um das mit Faithcam überhaupt stemmen zu können. Und danach werden wir mal sehen. Neue Grafikkarte, ja, ich rede schon lange Zeit davon, dass ich meine neue haben will, aber irgendwie wird es nie in Angriff genommen. Ich weiß auch nicht. Oh nein, oh, nicht die Schule. Mann, verschlossen. Gut, damit kann ich leben. So, was haben wir hier? Japanische oder chinesische Schriftzeichen, auf jeden Fall asiatische Schriftzeichen. Ist hier irgendwas? Nein, kein Zettel, das hätte man ja gesehen. Okay, wir können wieder raus. Gerade eben sind wir noch Spinny entkommen und jetzt ist schon bald der nächste Gegner auf unseren Fersen. Was haben wir denn hier? Ah, Raptoren, natürlich. Und da sind Schattenkreaturen. Und ein wirklich niedliches Bild. Ein wirklich niedliches Bild, das ist voll putzig. Oh, da war gerade noch eine Konzeptzeichnung oder sowas. Auf jeden Fall irgendeine Manga-Zeichnung. Voll gut gemacht, finde ich. Ah ja, das da oben rechts sieht aus wie... Ja, vielleicht wie ein Start von... wie ein Anfang der Zeichnung von... Von den Baumstümpfen. Und das Mädchen, was da in der Mitte ist, also... Meiner Meinung nach auch im Mittelpunkt steht,
ist wahrscheinlich die noch lebendige Spooky. Weil die hat doch dann doch schon Ähnlichkeiten, wenn ich ehrlich bin. Hier sind ein paar Schattenkreaturen ohne Zettel. Also können wir hier gleich wieder rausgehen. Dieser Raum ist sehr relativ uninteressant. Was ist das? Hier ist noch irgendwas. Oh, ein Zettel. Could it really be true? I thought the fairy tales about the ghost eating children who sneak in after class was just to keep us from disobeying. But Matsuri is still missing. Es gibt angeblich Märchen über einen Geist, der Kinder nach dem Unterricht frisst. Oh, guck mal, Alma. Nein, 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 Alma, lass mich. Alma verfolgt uns. Und ich nehme an, das ist der Geist, der auch Matsuri gefressen hat. Nein, nicht so ein Raum. Nicht so ein Raum bei schwebenden Viechern. Die Spinne könnte mir hier gerne auf den Hals setzen. Aber keine fliegenden Viecher. Weil die cheaten einfach. Die kürzen ab, die sind voll unfair. Come here. No, I don't come here, because you are cheating. You are a blöde cheating Mistkuh, genauso wie dieses Ding da gerade. Ich muss mich gerade darauf konzentrieren, dass Alma mich nicht frisst bzw. schlägt. Ja, sie frisst ja. Die frisst ja die Kinder. Oder tötet sie nur? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall stellt sie irgendwas mit den Kindern nach der Klasse an. Und selbst wenn wir kein Kind sind, würde ich es jetzt irgendwie nicht gerne mit Alma anlegen wollen. Vor allem, weil sie noch hinter uns ist. Weh, das ist der falsche Weg. Das ist der falsche Weg. Das ist der falsche Weg. Komm mal hier rüber. Und jetzt... Nein, nein, ich habe mich festgebackt. Also nicht festgebackt, sondern festgehakt. Lass uns. Mann, ich hasse solche Räume. Vor allem, wenn ich mich festhake, das ist immer furchtbar. Es ist jetzt nicht sonderlich gruselig, aber du bist trotzdem immer angespannt. So, ich glaube, die blöde Mistkuh ist weg. Ich hoffe, dann sind solche Art von Räumen dann doch ein wenig angenehmer, wenn man nicht unbedingt gerade verfolgt wird. Von Wackelpuddingmann oder Alma. Alma ist ja immer noch da. Aua! Meine Fresse, lass mich doch einfach mal. Ich bin kein Schüler. Du musst mich jetzt eigentlich gar nicht auffressen, ne? Ob du das weißt, ist mir jetzt, ehrlich gesagt, schleierhaft, aber ich bin wirklich kein Schüler. Lass mich einfach. Oh nein, nicht schon wieder. Ist sie noch da? Nee, ich glaube, sie ist weg. Ich gehe auch immer wieder links lang, ne? Weil ich einfach immer wieder hoffe, dass das Layout geändert wird und links richtig ist. Nur bei meinem Glück, sobald ich da mal rechts ausprobiere, weil ich dann denke, ach, rechts wird immer noch richtig sein, geht es dann da hinten links lang. Das kann ich aber versprechen. Hilfe. So. Fast geschafft. Oh Gott, und ich weiß, was bald kommt. Ich weiß, was bald kommt. Augenkrebs, Mann. So, jetzt probier's mal rechts. Und es geht wirklich rechts weiter. Das ist ja unfassbar. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Wie schon in der ersten Folge gesagt, gerne kostenlos auf Steam holen. Da ist wieder das Telefon. Mit der rede ich jetzt nicht nochmal, weil die langweilig ist. Nee, diesmal ist es was anderes. Geradeaus. Nein, links. Links. Nein, links. Geradeaus. Ja, geradeaus. Links. Ja, sehr schön. Oh, da ist ein Toter. Das ist wahrscheinlich der, der die ganzen Zettel geschrieben hat. Keiner mehr da. Okay, dann fahren wir weiter nach unten. Na du?
Wir haben mehr Glück als du. Okay, vielleicht nicht alle Zettel von den Generic Lab Assistants. Das wird er wahrscheinlich nicht gewesen sein. Junge! Spinnen machen keine knarzenden Türgeräusche. Oh Gott, gleich kommt der Augenkrebsmann. Oh, ich will den Augenkrebsmann nicht. Ich bin doch gerade. Nein! Kein Augenkrebsmann. Erstmal Wackelpuddingmann. Ich fass es nicht. Wackelpuddingmann ist hinter uns her. Wackelpuddingmann erkennt man am Kreischen. Das ist jetzt. Doch, Augenkrebsmann. Ich sag doch, dass der kommt. Warum hat uns Wackelpuddingmann die drei Ebenen verfolgt? Naja, wird er selber wissen. Broken. 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 Die ist offen. Ein Zettel. The darkness is slowly consuming us now. I don't think our rituals will appease it much longer. How were we supposed to know this would happen? Die ist auch offen. Hübsches Bild. It's not really our fault. We just did what Mother has told us to do in this sort of situation. Die ist noch offen. Mother is not pleased with us. But how were we supposed to know that the girl wasn't pure? Oh, noch so ein schönes Bild. Kein Zettel, alles klar. Mehr Türen, die wir nicht benutzen können. Und jetzt kommt Augenkrebsmann. Ich hasse Augenkrebsmann. Ja, ganz einfach, weil er ein bisschen Augenkrebs verbreitet. Ich weiß auch nicht. Sieht man das? Sieht man das, dass der ein bisschen Augenkrebs macht? Nee, oder? Nein. Zum Glück nicht. Augenkrebsmann ist da sehr dezent nur am Werk. Ach, lass mich in Ruhe. Ich krieg gerade Augenkrebs. Das ist viel besser als du. Hier lang. Boah, ich hoffe, den werden wir schnell los. Hilfe. Da war gerade ein Auge auf dem Bild. Das ist auch nicht so schön. Finde ich persönlich. Augenkrebs. Boah, Mann, Alter. Wisst ihr, warum ich den so nenne? Nee, oder? Man sieht es zum Glück kaum. Meine Fresse, dieser Geist. Wie der einfach noch durch drei Ebenen zu hören ist. Ach, fuck. Kommt der? Keine Ahnung. Ich wollte mir eigentlich mal anschauen, aber wenn er nicht kommt, wird es aber langsam lächerlich. Selbst wenn der Nebel weg ist, ich glaube, der ist noch da. Ebene 32 ist seltsam für irgendwas, um einfach weg zu sein. Es ist eine merkwürdige Ebenenanzahl. Schaffen wir noch die nächsten 50 Ebenen? Müssen wir. Oder? Ja, das müssen wir, das bin ich euch schuldig. Jetzt ist aber. Oh, süß! Das bin ich euch schuldig. Ich weiß zwar nicht, warum ich euch das schuldig bin, aber ich bin's. Links? Nein. Geradeaus? 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 Ja, links. So.
Wie gesagt, ich habe dieses Spiel schon mal bis zu einem gewissen Zeitpunkt gespielt. Und deswegen... Oh, hallo Spooky. Ja. Ja, ich weiß, ist super. Dankeschön. Password Pumpkin. Game saved. Oh, ein Geschenk. Look behind you. Ach, das freut mich. Oh! Oh! Ist das gruselig. Oh! Meine Güte. Oh! Ah, ist schon gefährlich, muss ich sagen. So, die 45, 44 Türen, die kriegt man noch locker hin. Vor allem, da uns momentan noch nichts verfolgt. Betonung auf momentan, es kann jederzeit wieder umschwenken. Wobei mir Spinny da ehrlich gesagt am liebsten ist. Oder die. Oh, you are here. Mhm. Ah ja, genau. Das hilft mir weiter. Nein, nein, nein. Du willst mich verarschen. Nein, uns verfolgt irgendwas und es laggt. Wartet einmal kurz. So. Irgendwas verfolgt uns. Und ich befürchte, es ist Alma. Und meine Nase juckt. Es muss Alma sein. Die Spinne hätte Löcher an der Decke. Wackelpuddingmann hätte Wackelpudding auf dem Boden. Und Augenkrebsmann hätte uns schon lange Augenkrebs verpasst. Es muss einfach Alma sein. Ja, es ist Alma. Und Alma hat uns schon wieder geschlagen. Im Schach. Alma ist furchtbar. Falsche Seite. Willst mich verarschen? Das ist natürlich jetzt heimtückisch. Vorher hat links immer geklappt. Oh, Knochen. Vorher hat links immer geklappt. Was ist jetzt? Es gab einen Legspike. Okay. Nicht schön. Ich kenne was Schöneres als plötzliche Legspikes. Theoretisch müsste ich eigentlich mal stehen bleiben und mich aufheilen. Damit uns nicht Alma plötzlich aus den Socken klopft. Ah, you are here. Okay, jetzt sind wir schon so weit gekommen. Gut, gehen wir halt hier drüben lang. Ah, warum muss denn unbedingt Alma kommen? Gegen die Spinne hätte ich nichts gehabt. Oder Wackelpudding, Mann. Der ist auch nicht so schlimm. Geradeaus? Ja. Nee, geradeaus. Links. Nee, geradeaus. Rechts. Geradeaus, rechts. Rechts. Geradeaus. Rechts. Geradeaus. Links. Das Ende ist irgendwie immer links. Da kannst du machen, was du willst. Geradeaus. Nee, rechts. Rechts. Geradeaus. Links. Zwei Labyrinthräume hintereinander hatte ich auch noch nie. Und dann auch noch mit verschiedenen Rätseln. Das war sehr innovativ. Muss man sagen. Wenn man sich die Rätsel gemerkt hat, ist das weniger schlimm, wenn ich ganz ehrlich bin, aber... Na gut. Ich weiß gar nicht, wie lang die Folge ist. Aber ich werde es auf jeden Fall machen, dass ich immer... Ist doch gut. Dass ich immer versuche, 200 Folgen... 200 Folgen zu machen, haha. Dass ich immer versuche, 200 Räume pro Folge zu machen. Wird wahrscheinlich mal besser, mal schlechter funktionieren. Mein bester Freund ab Raum 300 kommt. Da ist Augenkrebsmann und Alma, die sind dann scheiß dagegen. Ja, es ist nicht so schön, wenn ich ganz ehrlich bin. Aber na gut, ja, gehen wir mal nach rechts. Und dann einmal hier noch auf die andere Seite und wir sind im Fahrstuhl.
Wir haben gespeichert und damit verabschiede ich mich für diese Folge und Freunde, immer schön dran denken. Hang in there, ciao.